Sie hat mich heute auf zwei Dinge konzentrieren. Zum einen, wie eben diese Technologie funktioniert und werde mal drei Gründe in den Raum stellen, wieso wir diese Technologie nicht unterschätzen sollten. Soll vielleicht ein bisschen provozieren. Ich bin dann auch sehr gespannt auf das Gespräch und auch auf Ihre Fragen nachher natürlich. Ich möchte mit diesem Herrn hier starten. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Wenn Sie selber Übersetzerin oder Übersetzer sind, dann sollten Sie diesen Herrn eigentlich kennen. Vor allem, wenn es darum geht, ob man jetzt eben Übersetzung in Zukunft dann automatisieren kann oder nicht. Das ist Leon Dostert, war Leiter des Instituts für Sprachwissenschaft an einer amerikanischen Universität in Georgetown. Und dieser Leon Dostert war auch Forschungsleiter des ersten maschinellen Übersetzungsexperiments, das öffentlich demonstriert wurde in den USA. Das war 1954. Und dieser Leon Dostert ist vor allem für ein Zitat bekannt, das blende ich hier ein. Und es geht vor allem um diese eine Passage hier. Leon Dostert war so der Erste, der dieses Thema kolossal unterschätzt hat. Man hat gedacht, ah ja, wir können ja mit ein paar Wörterbuchregeln eigentlich Sprache übersetzen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Ich denke mal, in 5, vielleicht auch 3 Jahren haben wir das dann schon so weit, dass man eigentlich da auch so ein russisches Buch auf der einen Seite reintun könnte und dann kommt ein englisches auf der anderen Seite raus. Ja, das war nicht so ganz der Fall. Wenn wir uns hier mal diese Outputs anschauen von diesem Übersetzungssystem 8 Jahre später, also das war dann in den frühen 60er Jahren, wo das Ganze nämlich kritisch untersucht wurde, weil in den USA im Kalten Krieg, es gab natürlich großes Interesse, dass man schnell von Englisch nach Russisch übersetzen konnte. Das wurde dann kritisch begutachtet, weil da viel Geld reingeflossen ist. Und man musste dann halt feststellen, naja, nach 8 Jahren Entwicklung sind diese Ausgaben von solchen Systemen nicht wirklich hilfreich. Wenn man das nachbearbeitet, ist es eigentlich langsamer, als wenn es professionelle Leute von Grund auf übersetzen und dann natürlich auch teurer. Jetzt springen wir aber einige Jahre in die Zukunft und damit in den März 2018. Da gab es nämlich wieder mal so eine Schlagzeile, wo Microsoft jetzt in diesem Fall behauptet hat, sie hätten einen historischen Meilenstein erreicht. Ja, man könne nun jetzt also tatsächlich, wenn es um die Übersetzung von Zeitungsartikeln geht, vom Chinesischen ins Englische zumindest, könne man jetzt eben die Leistung von professionellen Humanübersetzern erreichen. Frage ist natürlich, ist auch das jetzt wieder nur ein Medienhype oder ist da was dran? Und ich würde dann gerne darauf zurückkommen. Aber lassen Sie uns zuerst anschauen, wie diese Technologie jetzt eigentlich funktioniert, die Microsoft hier einsetzt und die wir alle auch im Internet heute einsetzen können, wenn wir das möchten. Wie funktioniert also neuronale maschinelle Übersetzung? Und da möchte ich gleich mit ein paar Klischees aufräumen zu Beginn. Ich persönlich finde diese Diskussion um künstliche Intelligenz aus technischer Sicht etwas, naja, schwierig, sage ich mal, weil nämlich immer sehr viel Marketing im Spiel ist. Wenn wir von künstlicher Übersetzung oder künstlicher Intelligenz im Allgemeinen reden, dann stellen wir uns immer irgendwelche Roboterbilder vor. Man hat die Vorstellungen von solchen Superhuman Intelligences, die dann alles tun können, Schach spielen, übersetzen und so weiter. Und wir werden dann gleich sehen, dass das in der Praxis eigentlich nicht ein sehr adäquates Bild ist. Ich persönlich beschreibe künstliche Intelligenz und insbesondere auch maschinelle Übersetzung lieber als Imitationsspiel, wenn man so will. Was machen wir nämlich in künstlicher Übersetzung? Wir imitieren eigentlich solche Übersetzungen, die eben Menschen gemacht haben. Das machen wir jetzt mit Maschinen. Und das sieht dann sehr menschenähnlich aus im Resultat, je nachdem. Aber eben viel Intelligenz im eigentlichen Sinne, Reflexion über was eigentlich in einem Text ist, der maschinell übersetzt wird, das findet da nicht statt. Und ich hoffe, ich kann Ihnen das in der Kürze hier kurz demonstrieren. Ich habe es gesagt, wir imitieren mit dieser Technologie Übersetzungen, die Menschen gemacht haben. Eigentlich solche Dinge hier, das zum Beispiel sind Fernsehuntertitel, die so frei im Internet verfügbar sind, wie ganz viele andere Übersetzungen natürlich. Und wenn wir jetzt ein neuronales, maschinelles Übersetzungssystem bauen wollen, dann brauchen wir sehr viele und sehr gute von solchen Übersetzungen, die von Menschen gemacht wurden. Wir brauchen noch zwei andere Dinge. Wir brauchen ein mathematisches Modell, eben ein neuronales Netz. Das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Und wir brauchen dann auch, ja, im Wesentlichen Geld. Wir brauchen sehr starke Maschinen, um mit diesen Daten und diesem Modell dann eben
das Modell zu trainieren, wie wir sagen. Also dass es das so hinbiegen, dass es dann eben auch neue Texte, nicht nur die, die wir schon gesehen haben, in unseren Trainingsdaten übersetzen kann. Das ist ein Modell, eben das ist ein solches neuronales Netz, natürlich ein bisschen vereinfacht hier. Und dieses Netz besteht aus sogenannten Neuronen. Das sind diese Kreise in mehreren Schichten. Und da gibt es unter anderem so eine Eingabeschicht und eine Ausgabeschicht. Wichtig ist jetzt, jedes von diesen Neuronen wird dann später mit einer Zahl gefüllt. Und die Neuronen, die sind auch untereinander verbunden, wiederum mit Zahlen. Die Zahlen in der jeweils nächsten Schicht, die werden berechnet, indem die Zahlen von der vorhergehenden Schicht mit diesen Verbindungsgewichten berechnet werden oder verrechnet werden. Und wenn wir jetzt später ein neuronales Netzwerk trainieren, wie wir so schön sagen, heißt das, dass wir im Wesentlichen nur diese Zahlen besser einstellen. Am Anfang nehmen wir hier nämlich einfach zufällige Zahlen. Das ist im Wesentlichen, wie das gestartet wird, dieser Prozess. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt zu den korrekten Zahlen, dass dann die Ausgaben auch wirklich, ja, wie gute Übersetzungen aussehen. Und dafür haben wir jetzt eben genau unsere Daten. Wir haben also menschliche Übersetzungen, also die von Menschen gemacht wurden. Und wir möchten in einem ersten Schritt jetzt, weil wir ja mit Maschinen arbeiten, möchten wir diese Zahlen, diese Wörter, die zum Beispiel in Sätzen vorkommen, als Zahlen abbilden. Wir brauchen eine Zahlenrepräsentation und das ist sehr naiv. Wir schauen uns einfach die ganzen Übersetzungen an, die wir gesammelt haben und nummerieren dann einfach alle Wörter durch, die wir da drin finden. Könnte dann vielleicht hier L könnte die Zahl 2 erhalten oder Smoothies könnte die Zahl 91 erhalten. Also wie gesagt, das sind arbiträre Zuordnungen, die wir einfach anschauen oder generieren, indem wir unsere Trainingsdaten nummerieren. Und jetzt haben wir hier eben diese blauen Zahlen dann, das sind dann diese Verbindungen in diesem neuronalen Netz. Wie gesagt, die sind anfangs zufällig gewählt. Und wie ich erwähnt habe, werden wir jetzt aus diesen Zahlen, die wir den Wörtern zugeordnet haben, in den Schichten des neuronalen Netzes einfach jeweils diese Zahlen mit diesen Verbindungen multiplizieren im Wesentlichen und kriegen dann Ausgaben. Diese Zahlen entsprechen dann wieder Wörtern. Und wir haben am Anfang sehr, sehr komische Ausgaben von so einem Netzwerk. Also wenn wir hier einfach zufällige Zahlen wählen, natürlich, dann kommt hier für diesen Eingabesatz so etwas wie und das zum Beispiel raus. Das ist natürlich sehr schlecht. Wie können wir das jetzt korrigieren? Das ist die große Frage. Und dafür haben wir jetzt eben genau die Übersetzungen gesammelt anfangs. Wir haben ja nicht nur die Ausgangssprache von diesen Übersetzungen, wir haben ja eigentlich auch das entsprechende Segment in der Zielsprache mit Übersetzungen aus dem Internet zum Beispiel. Wir wissen also, was eigentlich die korrekte Eingabe sein soll, die korrekte Ausgabe sein soll für diese Eingabe. Ja, und im Wesentlichen können wir dann mit einem mathematischen Prozess diese Differenz berechnen. Wir können also schauen, ja, hier ist jetzt mit zum Beispiel 5% Wahrscheinlichkeit, steht an der ersten Stelle in dieser Ausgabe das Wort und. Wir wissen aber mit 100%iger Wahrscheinlichkeit aus unseren Daten, die wir gesammelt haben, es müsste eigentlich sie sein. Dann können wir diese Differenz berechnen und dann diese Gewichte, diese Verbindungszahlen in unserem Netzwerk anpassen, sodass diese Abweichung ein bisschen kleiner wird für dieses Beispiel hier. Das tun wir immer wieder, immer und immer wieder in sogenannten Epochen. Und dafür brauchen wir dann eben auch starke Maschinen. Und wenn wir das dann so machen, immer wieder diese Gewichte anpassen, dann sehen wir hier, wir kommen irgendwann so mit den richtigen Zahlen, die jetzt hier ausgeblendet sind für dieses Beispiel, kommen wir dann zu besseren Ausgaben. Sind bessere Ausgaben? Ja, wie gesagt, wir möchten uns möglichst diesen Übersetzungen annähern, die wir eben irgendwo gesammelt haben. Also im Wesentlichen funktioniert das Trainieren eines maschinellen Übersetzungssystems wirklich so. Wir schauen uns Humanübersetzungen an, bilden die in Zahlen ab und machen diese Zahlen möglichst so, dass sie eben diesen Übersetzungen, die schon mal erstellt wurden, dann in der Ausgabe möglichst ähnlich sind. Und so können wir dann später auch neue Texte in diese Systeme eingeben und dann dafür Übersetzungen generieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie das alle auch schon mal ausprobiert haben im Internet. Es gibt ja diverse Systeme von Google, von DeepL, von Microsoft, die Texte automatisch übersetzen können. Und es ist schon ziemlich erstaunlich, dass man mit einem so in der Grundsatz wirklich einfachen Mechanismus doch ziemlich flüssige Übersetzungen herstellen kann für gewisse Kontexte. Kommen wir jetzt also auf diese Frage zurück. Erreichen Maschinen denn mit diesen einfachen Mechanismen nun wirklich die Leistung von Profi-ÜbersetzerInnen?
Nein, das kann ich hier auch gleich kurz abkürzen. Ich bin da ziemlich kritisch. Wir haben das in Zürich zum Beispiel auch mal genauer untersucht, ganz spezifisch diese Behauptung von Microsoft. Und ich möchte hier nur ganz kurz erwähnen, dass das allenfalls der Fall ist. Jetzt in dieser Schlagzeile zumindest war das Problem das, dass man dort eigentlich nur einzelne Sätze angeschaut hat und dann so getan hat, als ob die Maschinen dann wirklich auch ganze Texte gut übersetzen können. Darauf komme ich auch zurück. Maschinen erreichen hier in dieser Aussage jedenfalls bestens, im besten Fall Parität, wenn es um die inhaltliche Korrektheit von einzelnen Sätzen geht. Ganze Texte übersetzen Menschen besser und menschliche Übersetzungen sind auch flüssiger. Jetzt sehen wir also, okay, wir erreichen nicht die Qualität von professioneller Humanübersetzung. Das überrascht Sie wahrscheinlich weniger. Ja, die Leute, die das eher auf der algorithmischen Seite anschauen, die sind da zum Teil ein bisschen optimistischer. Denen hat das vielleicht dann weniger eingeleuchtet, diese Resultate. Jetzt sage ich also, die Technologie ist nicht perfekt. Ich will jetzt aber trotzdem hier im zweiten Teil des Vortrags drei Gründe nennen, warum ich denke, dass wir alle, inklusive Leute, die sich zum Beispiel mit Literaturübersetzung auseinandersetzen, maschinelle Übersetzung nicht unterschätzen sollten. Ja, der Grund Nummer eins, da geht es um Produktivität. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, dann würde ich Sie jetzt sehr gerne ein bisschen raten lassen. Wenn wir uns vielleicht auch in einem Saal befinden würden, könnte man das vielleicht mit Handerheben machen. Ich muss es hier vorwegnehmen. Ich habe hier ein paar Textsorten aufgelistet. Und die Frage wäre jetzt hier, ja, für welche von diesen Textsorten eignet sich denn jetzt maschinelle Übersetzung? Im Sinne von, wenn man die Texte dann, die Ausgangstexte in diesen Bereichen maschinell übersetzt und dann nachbearbeitet, was aus der Maschine kommt, ist man schneller oder ist man eigentlich schneller, wenn man das von Grund auf übersetzt? Dazu gibt es wirklich diverse Studien. Das sind hier nur ein paar kleine Ausschnitte aus der Forschung. Und da zeigt sich halt schon, und ehrlich gesagt seit längerem, bevor es schon neuronale maschinelle Übersetzungen gab, auch mit Vorgängertechnologien, dass man halt im Durchschnitt wirklich für sehr viele Sprachen und auch sehr viele Textsorten Zeit spart, wenn man maschinelle Übersetzungen nachbearbeitet, als wenn man von Grund auf übersetzt. Und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja gut, aber das ist doch komisch. Also hier zum Beispiel Marketingtexte. Wie soll denn eine Maschine jetzt besser Marketingtexte übersetzen können? Das ist ein hochkreativer Prozess, je nachdem. Und das stimmt natürlich. Ich habe jetzt hier ein Beispiel eingeblendet von einer Automobilbroschüre, die neuen Highlights. Also hier zum Beispiel so Wortspiele. Das kann man natürlich vergessen. Also hier mit maschineller Übersetzung schneller sein zu wollen, das funktioniert nicht. Das Problem ist einfach das. Textsorten, die sind oft sehr, also die sind inhaltlich dann auch wieder, haben eine große Varianz. Wenn wir zum Beispiel ein paar Seiten weiterblättern in so einem Marketingkatalog von einem neuen Automodell zum Beispiel, dann sehen wir halt auch massenhaft solche Dinge. Das ist wahrscheinlich zu klein, um konkret zu sehen, aber hier geht es um technische Details, oder? Ja, das Sitzleder ist auch in Rot, in Grün, in Blau erhältlich und ganz viele Felgengrößen, die man auswählen kann und so weiter. Oder rechtliche Hinweise, so wie hier. Und das ist jetzt im Wesentlichen schon ein Marketingtext, aber da hat es halt eben Dinge drin, die man mit Maschinen natürlich sehr gut übersetzen kann. Und darum eben auch hier, ja, das Fazit ist eigentlich das, maschinelle Übersetzung, das hat man wirklich jetzt in vielen Sprachrichtungen in vielen Bereichen gezeigt, steigert die Produktivität als Hilfsmittel in der professionellen Humanübersetzung um ja einen wesentlichen Teil, im Durchschnitt 35, heute vielleicht eher sogar 40%. Der zweite Grund ist Qualität. Wie ich gesagt habe, Qualität, die ist heute ja zum Teil natürlich noch mangelhaft mit diesen Systemen, aber die Frage ist ein bisschen, wohin entwickelt sich das? Ich möchte hier einen kurzen Ausschnitt zeigen aus aus einem Roman aus dem Englischen, der auch ins Deutsche übersetzt wurde. Also das ist wirklich eine professionelle Literaturübersetzung, also einfach ein Abschnitt daraus und die blende ich hier ein. Und mir geht es hier in diesem Teil um Kontext. Also wenn wir mit einer Maschine jetzt das machen wollen, was hier, also der blaue Text, der von einem Menschen erstellt wurde, dann möchte ich mal kurz anschauen, wie das eine Maschine eigentlich dann macht. Ja. Die Maschine, die wird nämlich
Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass man einfach sehr, sehr viel Rechenkapazität braucht. Diese Maschine wird einen Text, den man eingibt, und das passiert heute jedes Mal, wenn Sie zum Beispiel einen Paragraphen bei DeepL eingeben auch, dann wird in einem ersten Schritt im Hintergrund dieser Text, also dieser Paragraph, wird auseinandergerissen, und zwar in einzelne Sätze. Warum ist das so? Einen Satz zu übersetzen, das dauert ungefähr eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Und wenn man dann diese Sätze in einem Text parallel übersetzen kann auf verschiedenen Maschinen, hat man halt schnell ein Resultat. Ja, die Leute sind nicht bereit, lange zu warten. Jetzt diese Maschinen, diese Sätze, die werden dann isoliert übersetzt. Also die Maschine 1 zum Beispiel übersetzt Satz 2. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Eine andere Maschine übersetzt den vierten Satz, den ersten Satz, den dritten, den fünften und so weiter. Und diese Maschinen liefern dann an Sie als Benutzer, Ihrem Webbrowser eigentlich diese einzelnen Übersetzungen von diesen Sätzen zurück. Und der Webbrowser, der setzt das dann einfach zusammen, sodass das zum Beispiel so aussieht. Oder? Also wir haben wirklich hier diese einzelnen Sätze und zack, das wird dann zu einem ganzen Paragraphen zurückgemacht. Ja, und was passiert dann natürlich? Solche Dinge funktionieren nicht. Oder wir haben Kontextbezüge, die über die Satzgrenzen hinweggehen. Pronomen sind das typische Beispiel. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass dieser Lack, der hier im zweiten Satz referenziert werden sollte, da ist zum Beispiel jetzt das falsche Pronomen eingesetzt worden. Das Beispiel habe ich nicht erfunden. Das ist effektiv so, wie es zumindest vor 2 Tagen auf DeepL übersetzt wurde. Jetzt habe ich hier aber gesagt, ja, das ist ein Grund, warum wir maschinelle Übersetzung nicht unterschätzen sollten. Komisch, also hier haben wir ja eigentlich diese Probleme. Jetzt ist es halt einfach so, dass in der Forschung dieses Problem eigentlich schon gelöst ist. Also gelöst ist immer schwierig, aber wir können heute ganze Texte mit Maschinen übersetzen, so dass wir den Kontext von mehr als einem Satz berücksichtigen. Es ist einfach eine Frage von Ressourcen. Hardware wird natürlich immer schneller, sie wird immer günstiger, und es ist im Wesentlichen nur eine Frage der Zeit, bis eben maschinelle Übersetzungssysteme nicht mehr nur innerhalb von einzelnen Sätzen flüssige Übersetzungen generieren werden können, sondern auch für ganze Texte. Als drittes möchte ich noch etwas anmerken hier, was ich eigentlich schade finde persönlich, dass das nicht mehr ins Licht gerückt wird. Wahrscheinlich auch, weil halt im Wesentlichen nicht viele Leute bereit sind, dafür Geld zu investieren, sei es in der Forschung oder auch dann in der Praxis. Und hier geht es um Inspiration. Sie kennen wahrscheinlich besser als ich diese Ulipo-Bewegung zum Beispiel. Ich habe hier ein Bild von Jacques Perrec abgebildet, der eben Mitglied dieser Gruppe war. Und mich hat persönlich, ich habe nicht groß einen Hintergrund in Linguistik und wirklich Übersetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand dieses Werk hier schon sehr interessant. Im Wesentlichen ein einziges Lipogramm auf E, wie man so schön sagt. Also Georges Perec hat hier ein ganzes Buch geschrieben, mehrere hundert Seiten, ohne den Buchstaben E zu verwenden, im Französischen. Und das finde ich schon mal eine Leistung. Jetzt aber, was ich noch die viel größere Leistung finde, ehrlich gesagt, ist dann dieses Ding zu übersetzen ins Deutsche. Also da wurde dann tatsächlich zum Beispiel aus solchen Sätzen, musste man dann solche Sätze machen hier im Deutschen. Also eben, man kann nicht dann eine Geschichte in dem Sinn erfinden. Ja, die ist gegeben. Man muss das jetzt übersetzen, ohne dass man den Buchstaben E verwendet. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Vorwort in dieser Übersetzung. Das ist mir ziemlich geblieben. Und ja, der Übersetzer hat das dort so beschrieben, dass man sich als Übersetzer bei so einer Aufgabe nicht nur so fühlt, als hätte man einen Kiesel im Mund, sondern ehrlich gesagt eher einen ganzen Pflasterstein. Also wirklich halt unglaublich schwierig. Da stellt sich jetzt die Frage, ja, könnte man so einen Prozess denn nicht vielleicht mit einem Computer unterstützen? Natürlich nicht die Arbeit abnehmen, aber könnte uns ein Computer zum Beispiel helfen, Übersetzungen zu generieren, die keine Es enthalten. Ja, und da habe ich ein kleines Lipogramm abgebildet, im Englischen zum Beispiel. Fishing is my hobby. Das hat auch kein E. Wenn wir das jetzt aber mit einem herkömmlichen maschinellen Übersetzungssystem übersetzen wollen, ja, dann haben wir natürlich diverse Es drin. Diese Systeme sind nicht für solche Probleme gebaut. Da stellt sich die Frage, kann uns ein Übersetzungssystem bei solchen Prozessen jetzt helfen? Da habe ich eine ganz kurze Demo vorbereitet. Ich habe wirklich nur noch eine Minute dafür. Da müsste ich jetzt aber kurz meinen Screen hier teilen oder beziehungsweise ein anderes Fenster. Sie geben mir eine Sekunde.
Wo haben wir das? So. Voilà. Also Sie sehen hier so eine Konsole. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann zum Beispiel eingeben, Phishing is my hobby. Zack. Und ich würde Ihnen mal zu Hause ganz kurz, vielleicht 30 Sekunden zu geben, um sich mal zu überlegen, wie Sie das jetzt ins Deutsche übersetzen würden. Phishing is my hobby und die Beschränkung ist oder die Einschränkung ist, Sie dürfen kein E verwenden. Wird Ihnen wahrscheinlich nicht so einfach fallen. Vielleicht haben Sie auch eine Lösung. Ich drücke jetzt hier meine Enter-Taste und Sie sehen, naja, Computer können das dann unter Umständen sehr schnell machen. Oder wir suchen in der Zielsprache halt alle möglichen Wörter ab. Und im Wesentlichen macht dieses System nichts anderes, als dass es einfach dort, wo ein Wort verwendet würde, das ein E enthält, dass es dann einfach das nächstwahrscheinlichere Wort nimmt. Ich kann auch hier keine Lippogramme eingeben in der Ausgangssprache, also Play the Piano zum Beispiel. Ich kann das übersetzen. Ja, ich bin auch Pianist. Das ist nicht so schlecht, oder? Und ganz ehrlich, dieses System, das ist nicht sehr gut. Das habe ich mal gebaut für eine Demo vor einem Jahr. Das hat nicht sehr lange gedauert. Das könnte man an diversen Stellen optimieren. Aber es soll vielleicht und hoffentlich ein bisschen verdeutlichen, dass man eben vielleicht in kreativen Übersetzungsprozessen durchaus auch solche Dinge einsetzen könnte. Ja, wenn man sie dann richtig anwendet. Jetzt versuche ich hier zurückzuwechseln und bin jetzt aber pausiert aus irgendeinem Grund. So, voilà. Gut, zusammenfassend. Warum sollten wir maschinelle Übersetzung nicht unterschätzen? Wie gesagt, maschinelle Übersetzung kann als Hilfsmittel eingesetzt, nicht als Ersatz von Menschen, die Produktivität in professionellen Übersetzungsprozessen durchaus steigern. Und das ist nicht nur so in technischer Dokumentation, das ist auch in vielen anderen Textbereichen der Fall. Die Qualität von maschineller Übersetzung, die ist heute beschränkt, ja, das ist so. Es gibt dort einfach wirklich Ansätze, die nicht erst in den Kinderschuhen stecken, die quasi in der Schublade sind, wo es noch eine Frage von der Zeit ist, bis es halt noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser wird. Ja, also wir haben hier noch nicht den Zenit erreicht, was die Qualität von diesen automatischen Übersetzungen angeht. Und dann drittens eben, und das finde ich persönlich besonders spannend, Produktivitätssteigerung ist vielleicht das wirtschaftlich Interessanteste, aber es ist bei weitem nicht der einzige Anwendungszweck von maschineller Übersetzung. Und vielleicht werden wir in Zukunft auch noch Dinge sehen, die ja vielleicht auch Sie in der Übersetzung von Literatur oder von wirklich anspruchsvollen Texten unterstützen kann darin, zum Beispiel auch im kreativen Prozess. Und das war es dann eigentlich auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten da etwas mitnehmen aus diesem kurzen Einblick und freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank, Samuel Neude, für diesen sehr anschaulichen Vortrag. Und der Gami, du bist literarische Übersetzerin, Humanübersetzerin. Wie stehst du der maschinellen Übersetzung gegenüber? Hallo, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, ich muss vielleicht noch kurz etwas präzisieren, bevor ich deine Frage beantworte. Und zwar, dass ich keine ausgebildete Fachübersetzerin bin. Und ich glaube, es ist wichtig, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist es etwas, das man lernt. Also wenn man Fachübersetzen studiert an der Universität oder so, also einfach den Umgang mit solchen Programmen, also mit oder mit maschinellen Übersetzungen generell. Das ist also nicht mein Fall und ich benutze es trotzdem. Also ich glaube, so wie wir alle, bloß als Laie, also eigentlich ein bisschen wie meine Schülerinnen dasselbe machen. Das heißt, DeepL oder solche Sachen, also Lingui, also Sachen, die sehr zugänglich sind. Und mein Verhältnis dazu, also ja, also es gibt natürlich sehr viel zu sagen. Vielleicht kann ich damit anfangen, dass ich es, wie gesagt, natürlich benutze und dann fragt es sich, unter welchen Umständen. Und zwar, ja, also ich habe mich davor überlegt, ob ich das wirklich jetzt vor 50 Kolleginnen zugeben soll, aber es kann mir passieren, dass ich manchmal, ich kriege ein sehr
schlecht bezahlten Auftrag oder man bittet mich darum, etwas ehrenamtlich zu machen und dann denke ich mir, ich habe keine Zeit dafür. Ja, sowieso die Qualitätserwartungen oder so dürfen auch nicht allzu hoch sein oder keine Ahnung. Und dann mache ich es zuerst vielleicht auf DeepL und prüfe dann, also ich mache dieses, was Samuel Leubli Editing nennt. Ja, also wie ihr alle merkt, ich gehe mit einer gewissen Scham damit um und das ist, glaube ich, auch interessant. Also wie, eigentlich prüfe ich alles nach und es ist immer noch, also ich trage immer noch die Verantwortung für diesen Text, für diese Übersetzung und ich schaue, dass alles gut wird und in diesem Sinne kann man es, glaube ich, eigentlich sehr gut rechtfertigen, dass man mit solchen, also dass man sich auf die maschinelle Übersetzung stützt. Aber wenn dem wirklich so ist, dann fragt er sich, warum ich es nicht ständig mache, also für jeden Text, den ich übersetze. Und also eines ist mir klar, es ist dann nicht mehr die gleiche Arbeit oder der gleiche Beruf. Also wenn man dann wirklich nur noch einen Text, also wenn man nur noch Editing macht, also einen Text redigiert, ist es eigentlich viel weniger spannend. Also es ist sowieso eine Phase der Arbeit, die wir alle kennen. Also man redigiert sich ständig selber. Aber wenn man einfach ein Ergebnis aus einer Maschine übernimmt und es dann auf einen solchen Text macht, ist es nicht mehr das Gleiche. Und es ist mir, ja, also dann stellt sich dann breiter die Frage, was ist eigentlich das Übersetzen? Also was soll man eigentlich als Übersetzerin machen oder was will man als Übersetzerin machen? Und Das ist eigentlich eine sehr grundsätzliche Frage, die sich stellt nach dem eigenen Selbstverständnis als Übersetzerin im Umgang mit diesen maschinellen Möglichkeiten. Ja, und es führt dann natürlich zur sehr breiteren Frage von, also was die uns alle beschäftigt und die jetzt vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund ist und die sehr emotional ist, also was passiert, wenn diese Programme so gut werden, dass wir möglicherweise alle unsere Jobs verlieren, also ist ein bisschen jetzt sehr banal gesagt, aber und ich weiß es nicht, also also einerseits ich als Millennial nehme das ziemlich gelassen an, also ich denke, es ist ein Horizont und ich kann damit leben und vor allem, ich habe das Gefühl, wenn man Übersetzerin ist, tut man nicht nur übersetzen, also es ist eigentlich nur ein Teil von dieser Arbeit und das ist das ist ziemlich beruhigend für mich so als Gedanke, aber ich denke, es ist eine weiterführende Frage, also was man eigentlich alles als Übersetzerin macht. Vielleicht zurück zum Umgang mit der maschinellen Übersetzung. Ich habe mir dann auch überlegt, wann benutze ich oder was erwarte ich von solchen Programmen. Und zwar, also ich habe es angedeutet mit meiner ersten Antwort, aber das erste ist diese Produktivitätsfrage. Und ich habe es schon oft gehört, dass man bis zu 30% Zeit gewinnen kann, solche Sachen. Und natürlich, wenn man es hört, denkt man, es ist krass und ich will das unbedingt. Und wieso würde man eigentlich darauf verzichten? Ich habe es, also wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht so eingesetzt. Und wenn ich dann über meine eigene Praxis reflektiert habe,
habe ich herausgefunden, also ich benutze die maschinelle Übersetzung hauptsächlich, um mich selber zu versichern, also als Unterstützung. Zum Beispiel, wenn ich sehr konventionellen Stellen übersetzen muss, also vielleicht bei, ich weiß nicht, so rechtlichen, also wenn ich so Rechtsvorschriften übersetzen soll oder sehr, keine Ahnung, die Begrüßungen am Ende von einem Brief, also egal was, aber sehr konventionellen Sachen, und ich mache es meistens selber und dann denke ich mir, es ist gut, wenn ich schaue, wenn einen, also wie würde eine sehr formatierte Auslösung aussehen? Und ich vergleiche es oft in diesem Zusammenhang. Das andere ist, wenn ich manchmal ein Problem begegne, zum Beispiel mit einer Redewendung, also Wortspiele und so sind ein bisschen komplizierter, wie Samuel das auch gesagt hat, aber zum Beispiel bei Redewendungen kann man, die eigentlich auch keine fixe Übersetzung haben sozusagen, kann man eigentlich schon auf Internet nachschauen, wie andere das bereits gemacht haben. Und das führt mich zum letzten Punkt von Samuel, also zu dieser Inspirationsfrage, und das ist für mich schon, also das mache ich oft, wenn ich beim Überlegen bin und eine Lösung suche, dann ist es etwas, das ich regelmäßig mache. Also ich schaue, was andere alles gemacht haben, und manchmal finde ich sogar etwas Schlaues und ich übernehme es dann einfach, oder manchmal bringt es mich auf eine andere Idee, aber es kann schon, also ich verstehe das schon, also es kann schon diese inspirierende Funktion haben, finde ich. Also ich weiß nicht, ob da Samuel das genauso gemeint hat, aber ja. Ich möchte noch etwas nachfragen, bevor wir gleich auch für Fragen aus der Runde öffnen. Ich sehe noch keine Fragen im Chat, dann schlage ich vor, dass wir dann gleich so machen, dass Sie alle einfach die Hand heben und Ihre Frage direkt sagen. Du hast gesagt, Gami, dass du das System auch schon anwendest. Ist es auch bei deinen literarischen Übersetzungen oder ist es doch vor allem bei diesen Gebrauchstexten? Oder wenn du sagst, eben so rechtliche Formulierungen? Ja, vor allem für diese Gebrauchstexte. Für literarisches Übersetzen habe ich es noch nie gemacht. Und ich glaube, einerseits ist es auch, weil ich, also ich habe schon gemerkt, wenn ich manchmal Artikel oder so übersetzt habe, also eigentlich nicht wirklich Fachtexte, aber also so etwas dazwischen, auch manchmal mit einem gewissen Stil, das man berücksichtigen muss und so. Es ist mir schon passiert, dass ich es im Nachhinein auf DeepL oder so eingegeben habe und da kam sehr oft etwas, das, also ich manchmal fast das Gleiche von was ich gemacht hatte oder etwas, das ich genauso, also eine sehr erstaunliche gute Übersetzung, und das macht, also ich muss zugeben, das macht mir auch ein bisschen Angst, und wenn ich jetzt das Buch, auf welches ich jetzt anderthalb Jahre gearbeitet habe, dann einfach auf dieses System eingeben würde und es würde mit einem echten, ja, ernsten Ergebnis rauskommen wird, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, einerseits ist diese Angst schon da, und andererseits habe ich auch diese Grundannahme, die vielleicht sehr naiv ist, die wir jetzt wahrscheinlich bestreiten werden, also mit diesem Vortrag zum Beispiel von, ja, es kann zwar sehr, für gewisse Texte kann es sehr gut funktionieren, aber für das, was ich mache, nicht. Und vielleicht nur noch kurz zu dieser Frage von der Inspiration, etwas, das mich auch schon lange beschäftigt, und vielleicht kann dann Samuel auch reagieren oder andere Leute. Ich habe schon, also wenn ich das richtig verstanden habe, basiert sich die maschinelle Übersetzung auf
präexistierende Übersetzungen, humane Übersetzungen. Das heißt, was eine Maschine eigentlich machen kann, ist heraussuchen oder also einfach auswählen unter dem, was bereits existiert, was am besten passt oder so etwas in der Art. Das heißt, es kann eigentlich nichts erfinden. Also das ist vielleicht ein bisschen jetzt zu, vielleicht ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber es ist etwas, das mich schon beschäftigt. In dem Sinne, ist es nicht eben eine Grenze der maschinellen Übersetzung, oder ist es wiederum nochmals naiv zu denken, wir könnten, also wir würden es anders machen und vielleicht funktionieren wir Menschen genauso, also wir erfinden eigentlich genauso wenig, also ich, ja. Also diesen, genau, diesen Zusammenhang zwischen Schaffen wirklich und ja, einfach etwas ja, arbeiten mit der Materie, die schon da ist, das ist etwas, das ich finde es ziemlich interessant. Samuel, magst du darauf reagieren? Dann ist deine erste Frage da, dann würden wir nach deiner Antwort in die allgemeine Diskussion gehen. Ja, klar, sehr gern. Das ist sicher eine schwierige Frage, oder, mit diesem Erfinden. Kann jetzt eine Maschine etwas erfinden, das noch nie da war? Ja, die Antwort ist halt irgendwo ja und nein, weil wenn man natürlich, um ein gutes System herzustellen, braucht man ungefähr 50, 100 Millionen übersetzte Sätze, oder? Und wenn man halt darin schaut, dass man dann in diesen übersetzten Sätzen auch Dinge neu kombinieren kann, dann kann halt eine Maschine theoretisch schon auch alle Wörter in all diesen Kontexten irgendwo neu anordnen. Also das kann zum Beispiel im Deutschen, kann ein Übersetzungssystem auch schon Komposita bilden, also zusammengesetzte Wörter, die zum Beispiel in diesen Übersetzungen, die es gesehen hat, so noch nie vorgekommen sind. Das ist schon möglich. Ob das dann wirklich gut ist, ob das häufig passiert, das ist, glaube ich, die andere Frage. Ich glaube halt eher, ich würde vielleicht gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, bevor wir zu den Fragen gehen. Die Sache mit dieser Verantwortung, Kami, die du gesagt hast, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, oder? Weil in Zukunft wird wahrscheinlich maschinelle Übersetzung, das habe ich gesagt, sie wird noch besser werden. Du hast jetzt gesagt, ja, es wird dann vielleicht weniger spannend. Kann sein, man könnte es anders sehen und sagen, ja, man hat dann vielleicht einfach, man muss weniger auf der Wortebene wirklich Dinge übertragen und kann die Zeit, die man mehr hat, dann nutzen, um eben halt genau in Wortspiele zu investieren, was die Maschine nicht kann. Aber vor allem die Verantwortung, und das ist, glaube ich, mein wichtigster Punkt, das wird eine Maschine nie übernehmen können, oder? Also ein Verlag kann nie zu einer Maschine gehen und sagen, hey, ich habe hier dieses neue Buch, diesen Bestseller im Französischen, jetzt will ich da ein deutsches Buch und das muss mir jetzt jemand garantieren, dass das dann auch wirklich das ist, was darin steht. Das kann ein Computer nicht machen, oder? Mhm. Wenn es dann später irgendwie einen Skandal gibt oder so, dann ist der Verlag kaputt und dann wird dort niemand mehr etwas übersetzen lassen. Also das wird immer ein Mensch machen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dieser Arbeitspraxis, ich glaube, das muss man sich ein bisschen bewusst werden. Heute als Mensch übersetzen heißt nicht zuletzt, auch am Gericht zum Beispiel, hey, ich habe das studiert, ich stehe hier ein als Mensch und bin bis zu einem gewissen Punkt auch haftbar, wirtschaftlich, wie auch immer, dass jetzt wirklich das in diesem Ausgangstext, hier in diesem Zieltext steht, das wird eine Maschine nie machen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darum habe ich auch auf dieser Ebene nicht so Angst, dass Maschinen Menschen ablösen werden. Aus den spezifischen Kontexten. Ja, in Bezug dazu habe ich mir auch gedacht, also zu dieser Frage der Verantwortung und auch zu der Frage von worin besteht eigentlich alles die übersetzerische Arbeit oder was soll ich als Übersetzerin machen? Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass also die anderen Arbeiten, die man zum Beispiel beispielsweise als Übersetzerin machen muss, sind solche Sachen wie zum Beispiel den Text präsentieren, über den Text sprechen, also Förderung generell, keine Ahnung, einfach, also es ist die Arbeit um den Text und ich glaube, es ist sehr auffällig, dass
Also wenn man solche Aufgaben übernehmen möchte, dann muss man den Text sehr, sehr gut kennen. Und zwar so gut, wie eine Übersetzerin das nur kann. Und wenn unsere Arbeit sich dann nur auf Editing beschränken würde, dann würde ich den Text wirklich überhaupt nicht so gut kennen. Und dann, also wieso, warum würde ich es dann überhaupt machen? Also nur um zu sagen, ich habe das Gefühl, eventuell, ich würde nicht nur Zeit gewinnen, sondern vielleicht auch etwas anderes im Nachhinein verlieren. Also ja, es würde etwas, das heißt, eine solche Änderung auf die Übersetzungspraxis würde sich nicht nur auf dem Übersetzen selbst beschränken, sondern würde sich auch auf, ich glaube, generell den Umgang mit Texten erweitern. Jetzt kommen ganz viele Fragen und auch viele Kommentare hinein. Es gibt auch einige, die schreiben, die eben sagen, es ist auch das Bewusstsein des Übersetzers oder die ganzen außertextlichen Bezüge, die sehr wichtig sind, oder dass es auch eine Frage der Sprachpaarung ist, welche Sprachen sich besser eignen. Ein wichtiger Punkt war auch noch der Datenschutz, der reingekommen ist. Ich versuche jetzt mal die konkreten Fragen ein bisschen herauszufischen. Und ich denke, wir machen es am besten so, dass Sie die Frage dann auch ins Plenum stellen und dazu Ihre Kamera anstellen. Der erste war Daniel Ammann gewesen mit der Frage der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine, wie das in Zukunft ausschauen wird. Sind Sie da, Herr Ja, Ammann? ich bin da. Ich bin einfach gedanklich von der Arbeitsaufteilung ausgegangen. Übersetzer und Übersetzerinnen arbeiten ja auch nicht einfach nur aus dem eigenen Kopf, sondern haben, wenn man in eine bestimmte Richtung übersetzen muss, schaut man, gibt es in diesem Register schon etwas stilistisch, wo man sich anlehnen kann. Man nutzt Wörterbücher. Das wird jetzt auch schon maschinell unterstützt, dass ich das halt online zur Verfügung habe. Und da wäre so meine Frage, ist immer schwierig, da prophetisch oder als Prognose zu antworten, ob sich einfach eben das Menschliche stärker herauskristallisieren wird. Und das ist sicher, was Sie angesprochen haben, die Verantwortung. Der Mensch entscheidet und diese Entscheidungen machen ja dann die Verantwortung aus. Und der Computer entscheidet quasi aufgrund des Algorithmus. Also das wäre so ketzerisch ein bisschen, dass diese Einmischung der Maschinen eigentlich schon seit es Lexikografie gibt und Sprachwissenschaft schon irgendwie ein bisschen da ist. Da muss man das so wirklich so trennen. Könnte es sein, dass sich einfach die Akzente der eigenen Hauptarbeit ein bisschen verschieben? Kami, möchtest du? Soll ich antworten? Geh du zuerst. Okay. Also ich finde das ein sehr, sehr guter Punkt. Und es ist ja auch so, dass wir heute, also ich nehme jetzt mal schwer an, auch wenn Sie Literatur übersetzen, werden Sie wahrscheinlich einen Computer verwenden und der hat irgendwo vielleicht Rechtschreibprüfung aktiviert. Eben, es gibt Wörterbücher. Und ich würde ganz ehrlich, ich glaube, dieser Akzent, vielleicht verschiebt sich es ein bisschen, aber wenn ich von Produktivitätssteigerung zum Beispiel spreche, kann das im Wesentlichen ja einfach auch schlicht nur eine Schreibhilfe, dass sie selber tippen müssen, diese Wörter, gibt es jetzt mal einfach einen Vorschlag von der Maschine. Und das macht halt im Wesentlichen auch in der Fachübersetzung zum Beispiel oft diesen Produktivitätsgewinn einfach aus, oder? Also das Vorgehen ist dort so, man schaut sich halt den aktuellen Satz zum Beispiel an, Computer hat was vorgeschlagen und das macht man maximal 2 Sekunden. Und wenn man dann nicht sicher ist, ob ich das irgendwie weiterverwenden kann, am besten gar keine Zeit darin investieren, löschen, weg, oder? Der Computer hat halt das gemacht, Sie haben sicher auch schon in einem Wörterbuch nachgeschlagen und dann gemerkt, oh ja, okay, das hilft mir jetzt aber halt einfach nicht. Ja, blöd. Aber deshalb ist ja nicht das Wörterbuch schlecht, oder? Sondern es hat dann einfach in dem Kontext nicht geholfen. Und ich glaube, so dieser emotionslose Umgang auch mit maschineller Übersetzung ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest empfehlen würde, also mit dieser Technologie, oder? Ist eine Hilfe, die ist da, neben anderen. Vielleicht verschiebt die ein paar Akzente, aber oft wird sie dann vielleicht auch nicht helfen. Das ist wie mit anderen Hilfsmitteln auch so.
was ich mir auch, also manchmal, was ich mir auch von der maschinellen Übersetzung wünschen würde und was sie auch beitragen kann, glaube ich, ist, also natürlich auf das, was ich selber weniger gut kann. Und es ist zum einen das Gedächtnis, also manchmal finde ich eine Satzkonstruktion und ich weiß, ich habe mich schon die Frage gestellt, wie muss ich damit umgehen, und ich habe oft vergessen, wie ich das überhaupt gelöst habe. Und ich glaube, dass solche Programme da auch, die können einfach auch darauf verweisen, wie man es damals schon gemacht hat, und man kann, also vielleicht würde man da auch ein bisschen Zeit sparen, also wenn man einfach, also man könnte entscheiden, ob das immer noch genauso gut ist oder ob man noch weitersuchen muss. Und das andere, wo ich das Gefühl habe, es fehlt mir manchmal, ist es auch die Systematik. Also zum Beispiel, wenn man einen ganzen Text nochmal durchlesen muss, um eine gewisse Sache wirklich zu kontrollieren, also zum Beispiel, ob die, keine Ahnung, ob die inklusive Schreibweise wirklich überall stimmt, habe ich wirklich überall die gleiche Art von Lösungen, also ob, das heißt eher auf die Ebene der Kohärenz und auf die Ebene des Überblicks, und das ist etwas, ja, das, ja, wirklich diese Systematik, die ich dann eher, die für mich so als Laie dann wirklich eher näher am Maschinellen ist als am Humanen, und wo ich denke, vielleicht da könnte ich mich, also es könnte etwas sein, wo ich mich dann, ich müsste mich nicht mehr drum kümmern, und wie du das mehrmals gesagt hast, Samuel, ich hätte dann vielleicht mehr Zeit für etwas anderes. Es kommen laufend weiter Kommentare rein. Viel geht es auch um die Produktivität, wie realistisch das ist, wenn Übersetzerinnen quasi noch produktiver werden müssen, auch für die Honorarverhandlungen. Und ich greife mal zwei Fragen auf. Die erste war von Irene Weber-Henking zum Thema Inspiration an Samuel Leubli. Kannst du das Prinzip der Inspiration genauer erklären? Geht es auch um das poetische, ästhetische Konstruktionsprinzip des Originals? Ja, kann ich gern. Das ist natürlich, war jetzt mit diesem Lipogramm Minisystem, das war vielleicht ein bisschen sehr schnell, das bin ich mir bewusst. Eigentlich war, was ich versucht habe, ist zu zeigen, dass wenn man weiß, wie man solche Systeme beeinflussen kann, technisch, dass man dann auch Systeme bauen kann, die ganz gewisse Dinge tun oder eben nicht tun. Und ich stelle mir halt schon vor, in der Zukunft, je mehr solche Systeme auch zugänglich werden, je weniger man wirklich etwas von Mathematik oder Programmieren verstehen muss, um auch solche Systeme zu beeinflussen, da kann man sich schon vorstellen, dass sie halt vielleicht dann nicht nur einen Text eingeben in eine Maschine, sondern auch definieren können, mit diesem Text möchte ich jetzt X oder Y. Bei DeepL können Sie heute zum Beispiel wählen, ich möchte das jetzt in der Höflichkeitsform haben oder nicht, du, sie, oder? Das kann man noch beliebig weiterdenken. Denken Sie an etwas wie genderneutrale Sprache, das man einstellen kann. Denken Sie an etwas wie, hey, ich möchte jetzt, dass sich diese zwei Dinge, die ich eingebe, dass die sich reimen zum Beispiel, oder? Und auch dann, also das ist technisch, das kann ich Ihnen versichern, das ist alles möglich. Es gab 2010 schon ein Paper, das war von Google sogar, über maschinelle Übersetzung, die dann Reime generiert, auch mit verschiedenen Versmaßen. Aber das macht man, ein Verlag bezahlt das heute nicht, und das ist irgendwie technisch noch zu, man muss zu viel Software Engineering da investieren. Aber ich glaube, je mehr sich diese Anpassbarkeit von solchen Systemen auch weg von wirklich, ich sag mal, Nerds entwickelt, die das halt irgendwie gemacht haben, das ganze Leben lang hinzu, das können auch Leute, die das anwenden, können dann mehr bestimmen, wie das übersetzt werden muss. Ich glaube, da ist noch ganz viel möglich. Und ja, meine Intention wäre zumindest, dass es dann solche Systeme geben sollte, die eben, wo Sie eigentlich sagen können, hey, diesen formalen Zwang habe ich hier zum Beispiel mit diesem Text, jetzt System, mach mir doch bitte mal einen Vorschlag. Und das wird dann sicher auch nicht immer gut sein, aber es wird sicher in Zukunft möglicher sein als bis heute. Auch noch eine spannende Frage von Annette Hug, was die diversen Sprachen angeht. Wie ist es mit Sprachen, die bisher weniger übersetzt wurden? Sie übersetzt aus dem Philippinischen.
gibt es da überhaupt genug Beispiele, um so einen Korpus per Imitation aufzubauen? Und ist es ein Teufelskreis oder gibt es Lösungsideen, fragt sie. Ja, das ist spannend. Es ist tatsächlich so, dass weil es so ein Imitationsspiel ist und weil es sehr viel Daten braucht, sind heute auch die Systeme schlecht, wo es wenig Daten gibt. Und natürlich aus irgendwie Kampampangan ins Deutsche zu übersetzen, da gibt es einfach im Internet wahrscheinlich, keine Ahnung, ein paar 10.000 Sätze, die vorliegen. Und dann wird das Übersetzungssystem halt wirklich schlecht. Da ist man in der Forschung dran. Also das habe ich kürzlich auch schon mal in einem Interview erwähnt. Es wird sicher besser werden, dass man auch noch effizienter wird, dass weniger Material besser ableiten kann, wie etwas übersetzt werden kann. Aber Stand heute ist es wirklich schlechter für diese sogenannte, wie sagt man dem, lesser resourced languages, dass man da gute Resultate erzielen kann. Aber es wird sicher nicht so bleiben. Wobei, also wenn ich da nachhaken darf, ich finde eben interessant, dass ja eben die Philippinen zum Beispiel sind extrem internetaffin. Dass jetzt, also und die Wörterbücher, das ist wirklich gigantisch, wie die besser geworden sind in den letzten 4 Jahren. Also, und jetzt hat man so Wörterbücher, die eigentlich Konkordanzen machen. Also ich kann ein Wort eingeben und dann habe ich 20 Anwendungsbeispiele in verschiedenen Wortfeldern. Das ist wahnsinnig hilfreich. Also das finde ich auch interessant, was Herr Ramann gesagt hat. Die Arbeitsteilung, wie das verschiebt, dass ich auch beim menschlichen Übersetzen eigentlich schon sehr viel mehr mit maschineller Intelligenz oder so arbeite, wegen diesen viel besseren Wörterbüchern. Aber das jetzt eigentlich, das ist mir durch Ihren Vortrag deutlich geworden, dass jetzt die Fantasie ist, jetzt kann man ja das. Das heißt, dass in den Philippinen gibt es noch gar keine Ausbildungen, zum Beispiel für literarische Übersetzung oder die Regierung ist weit davon entfernt, kulturpolitisch da zu investieren. Und das heißt, es gibt dann gar nicht wirklich diejenigen, die literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer, die dann das Resultat kontrollieren können. Ja, also das macht mir etwas Sorgen, dass die Fantasie, das würde einem jetzt die Investitionen abnehmen in die menschlichen Fähigkeiten. Das glaube ich auch, vielleicht darf ich dazu etwas kurz anmerken. Ich glaube, das ist auch, ich habe vorher im Chat auch gelesen, oder diese Frage, ja, dass dann der Druck steigt, auch ökonomisch, wenn man verhandelt, was kriege ich jetzt für ein Honorar zum Beispiel mit einem Verlag? Ich würde halt dafür plädieren, also auch in der Fachübersetzung mit diesen Wortpreisen, ich finde das so, es ist so verkehrt, wie das läuft, oder? Ich denke halt, da muss man auch schauen, dass man zusammensteht. Wenn man natürlich dann immer jemanden findet, der es noch für 30% günstiger macht und dann trotzdem gleich viel Arbeit investiert wie vorher, dann macht man sich auch das Berufsfeld ein bisschen kaputt. Man sollte es halt vielleicht in Zukunft dann auch so machen, ja, ich kann schon einfach maschinelle Übersetzungen redigieren und stellenweise korrigieren. Dann ist das Resultat halt vielleicht für einen Groschenroman ist das dann irgendwie auch okay, denn der Verlag bezahlt dann halt das, oder? Aber wenn der Verlag verlangt, hey, es müssen da alle Alliterationen, die ganze Wortspiele, weiß ich was, keine Ahnung, das muss wirklich gut sein, dann muss man halt auch sagen, ja, schau, ich kann es dir machen für 30% günstiger, dann wird es halt 30% schlechter, oder ich kann es dir machen für den richtigen Preis, ob ich maschinelle Übersetzung brauche oder nicht, und dann musst du halt das bezahlen, oder? Ich glaube, man müsste den Leuten vielleicht eher auch ein bisschen die Angst ein bisschen weitergeben an diese Auftraggeber, wenn sie einen denn so unterjochen wollen. Halt sagen irgendwie, schau mal, du bezahlst mich, ich habe mich lange ausgebildet, um wirklich Feinheiten in Texten zu machen. Das macht eine Maschine heute nicht. Mache ich dir schon günstiger, kein Problem. Pech gehabt. Und vielleicht sind sie dann mal zufrieden, man hat aber auch weniger Aufwand gehabt und vielleicht auch mal nicht. Provokation, vielleicht sehen sie das ganz anders, aber ja. Das ist jetzt spannend, auch die Sicht eines Verlegers oder einer Verlegerin haben heute, wie das aus finanzieller Sicht bei den Verlagen ausschaut und wie da die Ausgangspunkte sind. Aber wir hatten schon lange die Frage von Marion, wahrscheinlich Marion Graf, die fragt, ob sie auch live in die Runde eine Frage stellen möchte. Marion, mögen Sie Ihre Frage stellen? Ja, ganz kurz, ich schalte das Video an.
Funktioniert? Ja, funktioniert. Ja, ich glaube, ich werde nicht von den vielen Fragen viel abweichen, aber ich finde erstmal vielen Dank für den Vortrag. Es war extrem interessant und ich finde auch diesen Vergleich mit, also diese Erklärung, Beschreibung der maschinellen Tätigkeit als Imitieren sehr einleuchtend. Und ich finde auch spannend, dass diese ganze Fragen eher Fragen auf die Tätigkeit der Übersetzung zurückwerfen und uns zwingen, auch das Übersetzen nochmal neu zu denken, zu definieren, was ist wirklich die Besonderheit von menschlichen Übersetzen. Von daher finde ich das alles sehr inspirierend. Und ich habe gedacht, was die maschinelle Übersetzung wahrscheinlich nicht kann, ist, ich habe ein Problem ein bisschen mit dieser Vorstellung, man könnte Übersetzen so zerstückeln und in klaren Arbeitsschritten trennen. Und diese erste Übertragung, die vielleicht so auf den ersten Hinblick überflüssig scheint, ist für mich wirklich ein Hineinschlüpfen in die Sprache des Autors. Und das gehört auch einfach zu der hermeneutischen Aufgabe der Übersetzung, weil Übersetzen ist ja auch eine Hermeneutik, so die Intention des Autors nachsuchen, besser verstehen. Und wir hatten vorher einen sehr schönen Vortrag über Orelli und da ging es auch um Wiederholung. Und ich glaube, die sind so zum Beispiel so Merkmale, die beim ersten Lesen auch stark auffallen und die danach auch die Lektüre des Textes auch ernähren und bestimmen. Und insofern, genau, und zum Beispiel, wenn man als Historiker mit Archiven arbeitet, dann transkribiert man erstmal Wort für Wort. Und das ist ja auch, das gehört, also das scheint vielleicht überflüssig, aber das gehört auch zum sich einen Text aneignen. Und das ist, glaube ich, was maschinelle Übersetzung wahrscheinlich nicht machen kann. Und bei diesem Olipo-Beispiel zum Beispiel, ist ein bisschen die Frage, was die Maschine nicht kann, ist verstehen, warum Georges Perec das gemacht hat. Und das E ist natürlich die geläufigste Buchstabe in Französisch. Und was macht er damit? Er erweitert die Grenze der eigenen Sprachen und so weiter. Und das ist, aber ich glaube, wir sind ja alle einverstanden, dass maschinell Übersetzen nicht ersetzen kann. Aber ich finde es umso interessanter, das wirklich so als Hilfsmittel besser zu begreifen, auch um diese emotionelle Umgang ein bisschen, weil das ist natürlich, hat man als Übersetzer Unruhe, Angst und so weiter und das ist ein bisschen so ein Entmystifizieren oder wie auch immer das, der Maschine. Könnt ihr darauf antworten, Gami, Samu? Ja, gerne. Ich finde, es greift auch auf Annette Hug hat das auch sehr schön im Chat beschrieben, dass Übersetzen, oder sie sagt, der Anfang einer Übersetzung ist nicht nur, also eben vielleicht um diese Idee von den Archiven zurückzukommen, es ist nicht einfach nur, der erste Schritt ist nicht einfach nur, ich schreibe einfach mal los und mal sehen, was da rauskommt und dann muss ich das bearbeiten, manchmal 10-mal und so weiter. Der Anfang einer Übersetzung ist oft, sie sagt, eine innere Vorstellung eines Geschehens, eine Stimme, eine Stimmung und so weiter, für die es gilt, eine andere Sprache zu finden. Und das ist etwas, also ich habe auch das Gefühl, dass es, manchmal frage ich mich, wie viel Arbeit ich eigentlich auch unbewusst mache. Und zwar in dieser Zeit, die man mit dem Text verbringt, vielleicht also von dem Moment an, wo man einen Text trifft oder zum ersten Mal liest wie Annette das sagt, wie man sich eine Vorstellung davon baut, also wie würde es eigentlich auf Französisch aussehen und wie, also was ist für mich das Wichtigste in diesem Text oder was möchte ich vermitteln? Also was muss unbedingt vorkommen oder hervorgebracht werden? Und das sind alles Fragen, die man sich stellt und über die man überlegt. Und das ist
Also ich glaube, zum einen ist es etwas, wofür man einfach nur mal Zeit braucht. Und zum anderen, also wie bereits angedeutet, sind es nicht nur Sachen, die man sich, über die man sich bewusst Gedanken macht, sondern ich glaube, es sind auch Sachen, die irgendwie am Laufen sind während der ganzen Zeit der Übersetzung. Und das ist eine Feststellung, die mich auch immer wieder stört, wenn ich an diese Produktivitätsfrage nachdenke. Es stört mich immer zu merken, wie viel Zeit ich eigentlich brauche für eine Übersetzung. Und ich finde immer, ich übersetze eigentlich sehr, sehr, sehr langsam und ich habe immer das Gefühl, dass ich viel Zeit damit verliere, einfach über Kleinigkeiten nachzudenken oder gar nicht mehr nachzudenken, sondern meine Gedanken sind plötzlich einfach woanders und ich kann das manchmal minutenlang, fast sogar stundenlang machen. Also das ist eher ein persönlicheres Problem, das weiß ich, aber die Frage, die ich mich dann in Bezug darauf stelle, ist, ist es wirklich ein Problem oder gehört es zur Arbeit? Und wenn es tatsächlich zur Arbeit gehört, dann ist es etwas, das die maschinelle Übersetzung einfach nicht mit einbeziehen würde. Also einfach diese Prozesse, die für mich noch ziemlich undefiniert sind. Magst du auch noch dazu sagen, Samuel? Ja, wenn ich vielleicht kurz gleich an das anschließen darf, Kami, ich finde das natürlich ganz interessant. Ich würde gerne zwei Dinge sagen. Ich sehe schon, oder dieser Produktivitätsgewinn, das provoziert. Oder das, ich glaube, ich würde das wirklich nicht verstehen wollen, als dass das den Prozess grundsätzlich völlig durcheinander bringen soll. Also dass Literaturübersetzung nicht einfach Wörter übertragen ist. Also ich bin zwar kein Übersetzer, aber das ist auch mir völlig klar. Das ist der eine Punkt. Ich würde es gern so in den Raum stellen, wirklich als, sagen wir mal, ganz einfach Schreibhilfe. Wenn Sie heute bei Google etwas eingeben, Sie beginnen einen Suchbegriff zu tippen und dann schlägt Google vor, gibt es Möglichkeiten, wo Sie draufklicken können. Ah, das habe ich eigentlich gesucht. Das ist doch super, oder? Weil auch wenn Sie vielleicht einen ganz komplizierten Text haben, da haben Sie sich ein Bild gemacht in langer Überlegungsarbeit, so möchte ich das schreiben, das ist der Stil. Und dann kommt irgendwann der Satz und dann öffnete er die Tür. Ja, vielleicht ist dieser eine Satz ja tatsächlich nicht so kompliziert und das kann die Maschine halt dann. Und wenn man ja dann das gut integriert in den Prozess, ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm zu sagen, ja, hey, gut, wegen dem hat einem ja nicht die Maschine dann die Leistung weggenommen. Oder das ist vielleicht eigentlich der Hauptpunkt. Den zweiten habe ich jetzt in diesem Eifer vergessen. Aber das wollte ich eigentlich dazu sagen. Vielen Dank. Ich sehe, da, es kommen immer noch Fragen rein. Wir nähern uns aber dem Ende der Zeit oder haben die schon überschritten? Ich würde eine Frage noch mitnehmen mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Ich glaube, es ist vor allem an Samuel eine Frage, die schon zweimal kam zum Thema Datenschutz. Wie schaut es mit dem Datenschutz aus bei diesen maschinell unterstützten Übersetzungen? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Klar, wenn sich jetzt ein Verlag das leisten könnte, dass das halt sich ein maschinelles Übersetzungssystem wirklich kauft, das dann nicht im Internet frei verfügbar ist, dann fällt das natürlich irgendwo weg. Das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht so sein. Es wird, wie alles, wird eher in die Cloud abwandern und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine gute Antwort darauf. Ja, es ist heute ein Problem. Andererseits nein. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass DeepL zum Beispiel, wenn Sie da einen Text eingeben, der urheberrechtlich geschützt ist, das irgendwie dann plötzlich veröffentlichen wird irgendwo anders. Stellen Sie sich mal den Rufschaden vor, auch für DeepL in diesem Moment. Aber es ist tatsächlich schon, ich habe mit Juristen auch schon darüber gesprochen, es ist halt je nach Kontext und nach Land einfach schon illegal quasi etwas in ein Online-System zu übermitteln, das geschützt ist, weil die Möglichkeit besteht, dass jemand anders etwas damit machen könnte, auch wenn sie garantieren, dass sie das dann nicht machen. Und eben, da bin ich kein Experte. Ich kann eigentlich nur bestätigen, ja, das ist heute ein Problem, da gibt es gewisse Bedenken. Und ich würde also auch nicht jeden Text einfach in ein Online-System stellen. Ja,
Vielen Dank, Samuel Leubli, Gami Lobos. Wir hören auf in medias res. Das ist eigentlich der Anfang einer Diskussion, die uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Und wir werden wieder dazu zusammenkommen. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Hier geht es weiter um 13:30 mit Julie Tirard, die ein Bühnenstück von Julia Henny übersetzt, zusammen mit den Zuhörenden. Jetzt muss ich Tanja Peetze, die Koordinatorin, noch fragen, wie das technisch ausschaut, ob sie jetzt alle den Zoom verlassen müssen, um dann wieder hineinzukommen, oder wie das geplant ist.